In Kürze beginnt der vierte Spieltag im Borussia Park. Und dann sage ich, hi Leute, was geht ab? Ich bin euer Zeitessen. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. S04 gegen Borussia Mönchengladbach. Diesmal auswärts das Heimspiel haben wir 1-1 gespielt. Das war echt ätzend, weil wir hätten jedes Spiel gewonnen. Ne? Aber wir haben 40 Punkte und dieses Spiel wird uns vielleicht auf 43 Punkte bringen. Wenn wir dieses Spiel auch unentschieden spielen, ist es eigentlich nicht so schlimm. Damit wären wir immer noch Erster, aber es wäre gut, wenn wir noch mal ein paar Punkte noch mal holen vor der Winterphase. Nur noch 2 Spieltage und dann gibt es die Winterpause. Und steht die Winterpause an. Ja, Naldo kann nicht abwehren. Thilo Kehrer kann auch nichts mehr. Ein Bobadilla kann's. So ätzend. Leute, ich habe mir überlegt, dass ich einen guten für eine Auszeit von Piazza, weil letztes Spiel hat mir nichts von ihm gefallen. Der konnte nicht zusammen rausarbeiten. Ich glaube, es wird für Piazza auch eine Auszeit geben, weil ich muss eine Auszeit für Piazza. Er darf nicht 90 Minuten immer spielen. Und das, was wir gerade machen, ist sinnlos. Ich wollte gerade sagen, wenn wir den Ball jetzt nicht wieder gut spielen, haben wir das Spiel locker jetzt. Ja, 45 erzielte Tore. Und Maximilian Mayer gegen Tobi Sippel. Wenn jetzt Sommer im Tor wäre, wäre es echt krass, aber Sippel, bei dem kann man Tore schießen. Bei dem kann man Tore schießen. Bei Sommer auch. Aber Sommer hat da noch ein bisschen bessere Reflex. Emre Can. Ich hoffe, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Leon Goretzka. Ist ja in echt normalerweise für den Sommer zu Bayern. Aber ich glaube, wenn es nur geht, nur diese Saison werde ich spielen und dann muss ich mit FIFA 19 dann anfangen. 1-0 für Schalke. Maximilian Mayer. Letzte Partie gar kein Tor erzielt und diese Partie fängt er wieder an. Im Borussia Park schießt er sein 21. Saisontor. Also ja. Man kann schon Tore schießen. Grifo. Ja, ich würde eine Auszeit für einen Spieler, einen Stürmer. Da muss schon wie jemand die Auszeit wegnehmen. Entschuldigung, aber da muss ich doch jemanden die Auszeit wegnehmen. Ich glaube, einen Spieler, den kennt ihr, kommt aus Portugal, hat nicht die Nummer 7, der hat in einem anderen Verein die Nummer 7. Im Ausland, in der türkischen Liga, trägt er die Nummer 7, ist ein Portugiese. Und ja, ihr könnt raten, ich denke, ich weiß es eigentlich schon, wen ich verpflichte. Aber wen soll ich dann eine Auszeit nehmen? Also ich will Quaresma verpflichten. Ricardo Quaresma. Ich will den verpflichten, aber wen soll ich dann die Auszeit geben? Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wen soll mir jetzt für eine halbe Saison jetzt nochmal Dings geben. Pause. Also ich werde eher Piazza so eine Pause gönnen. Er kann nicht so gut. Er kann das alles nicht so gut spielen. Er ist nicht im Team eingebaut. Deswegen würde es besser, einen anderen Spieler für Piazza zu verpflichten. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, wer. Ich glaube, ja, es ist Quaresma. Ihr könnt aber auch andere Tipps gerne schreiben. Andere Tipps könnt ihr gerne schreiben.
Ah, das ist auch so. Dieses Spiel ist jetzt nicht so super prickelnd. Ja, ich muss gleich auf die Uhr gucken, weil in einer Stunde gehe ich zu meinem Freund. Ja, Digga. Ja. Und dieses Spiel muss noch jetzt nicht so schnell online kommen, aber dieses Video will ich auch beenden. Und schöner Ball auf Maximilian Meyer, der das 2-0 erzielt und Doppelpack für ihn. Doppelpack für Max Meyer. Hab's schon gleich mit dem Party. Ich glaube, ich werde immer eine Partie simulieren und eine Partie spielen, damit ich immer dann zu einem anderen Karrierenvideo komme. So schnell habe ich mir das eigentlich überlegt, weil die Saison ist jetzt auch nicht mehr super lang. Bei mir ist gerade der 28. Spieltag und bei euch locker jetzt der 29., 24, 34. jetzt schon. Deswegen denke ich, Kelly Jury, Ball in die Mitte. Eigentor. Maximilian Meyer. 3-0 für Schalke. Ja, Eigentor. Eigentor. Eigentor von Tobias Strobel. Und die Gladbacher direkt mit dem 3-1 ist, wimmelt hier von Toren. Das Eigentor und dann Stindl macht's wieder gut. Obadia. Meier fällt hin, meckert rum. Gab's da wirklich Körperkontakt? Ja, die 45. Minute. Ralf Fährmann, Alter. Ralf Fährmann! Was würden wir alle machen ohne Ralf? Ja, wäre ja schon locker 3-3 dann. Ohne Ralf wären wir schlecht. Nochmal kurze Flanke. Das wäre 3-2 gewesen. Das wäre das 3-2 gewesen. Halbzeit. Es steht 3-1. Zweite Halbzeit kann beginnen. Thilo Kehrer direkt am Ball. Direkt schöner Pass auf Maximilian Meyer. Der bringt die Flanke auf Konoy Plejanka. Nach der zweiten Halbzeit, nach der ersten Halbzeit direkt schon die Riesenchance für die Schalker zum nächsten Tor. Yevhen Konoy Plejanka hätte hier die Chance. Und Elvedi. Nico Elvedi. Kann den Ball nicht machen. Es werden hier schon zwei Tore gemacht, wenn die jetzt richtig mit einer guten Schussperspektive und alles gut wären. Und Kelly Jury. Flanke. Auf Yevhen Konoy Plejanka. Das ist Kopfballtor für ihn. 4-1 Schalke. Das ist Bundesliga-Tor und das erzielt er hier in Gladbach. 4-1. Dieter Hecking muss seine Mannschaft so anvertrauen. Das wird kein gutes Spiel. Es ist ja so, wenn man gegen den Zahid S spielt, kann man nur verlieren oder unentschieden spielen. Kelly Jury wieder mit der Flanke auf Yevhen Konoy Plejanka.
fast die gleiche Situation. Und Konoplyanke erzielt das 5:1 für Schalke. Anscheinend der neue Kopfballkönig ist da und ist angekommen anscheinend. Kelly Jury schon mit 2 Vorlagen, die fast die gleiche Situation die ganze Zeit. Eieiei, Kelly Jury kriegt es irgendwie hin, 2 Vorlagen zu machen hintereinander. Das ist, glaube ich, der Vorlagenrekord der Bundesliga. Oder gibt es noch einen anderen Rekord? Hab keine Ahnung. Tilo Kehrer, Kelly Jury, nochmal die Flanke und Brilembolo kriegt den Kopfball nicht hin. Gibt ein Wurf. Marco Piazza, Leon Goretzka, Flanke auf Kelly Jury. Er schießt das Tor zum 6:1. Dieter Hecking kann nicht mehr hinsehen. Eine Vorahnung, die er nicht noch nie hatte. 6:1 gegen Gladbach. Das war, glaube ich, die höchste Niederlage dieser Saison für Borussia. Und direkt Piazza. Sie wollen direkt die nächsten Chancen nutzen. Die Schalker sind heiß in dieser Partie. Brilembolo! Wow! So hart in den Zweikampf. Und Brilembolo! Der kriegt hier seine Chance noch. Es ist fast schon die 80. Minute. Fast die 80. Minute ist hier schon in dieser Partie. Und nur ein Tor von den Borussen. Das sieht man nicht so oft. Und man sieht nicht so oft, dass Schalke mit einem 6:1 führt. Borussia muss jetzt 6 Tore erzielen, die Schalke erzielen konnte. Nachmachen. Patrick Herrmann. Es darf jetzt keine Spielunterbrechung geben, weil... Ah! Boah, das war nicht Spiel und dann schnell weiter. Tilo Kehrer. Langer Ball. Ah, schon wieder eine Unterbrechung. Weiter. Weil dann geht die Sekunden und so alle schnell. Schon fast die 80. Minute. Ist egal, ob Embolo kein Tor erzielt. Es ist für mich gut, weil die Zeit, ich habe nicht mehr so viel Zeit, zu meinem Freund zu gehen. Diese Partie braucht jetzt noch mal mehr Turbo. Scheiß Spielunterbrechung. Schnell! Nur bloß keine Spielunterbrechung. Schießt von mir aus das Tor, aber jetzt keine Spielunterbrechung. Nur noch, glaube ich, 5 Minuten. Und dann möchte ich nach Minute bitte. Wir kriegen es ohne Spielunterbrechung nochmal hin. Bitte!
ohne Spielunterbrechung hinkriegen. Denn wenn wir Spielunterbrechung haben, dauert es noch länger. 89. Nur noch eine Minute. Bis zur regulären Spielzeit. Wegköpfen. Oder wegspielen. Ich habe gerade nicht die Nachspielzeit gesehen, aber egal, ne? Aber egal, ne? Alter, wie kann er das den nicht reinmachen? Yes, das Spiel ist beendet. Jetzt schnell X drücken. 6:1 gewonnen, ist das nicht geil? So, dritte Runde geht. Nächstes Spiel ist gegen Frankfurt im DFB-Pokal. Ja, Leute, das war's mit meinem Video. Like dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Zeitgaming, abonniert Nero Gaming, abonniert Rage Gaming. Das war's mit meinem Video und ciao.